Leute, es ist soweit. Samstag, 27. März, 8.15 Uhr. Ich bin unfassbar müde. Ich habe unfassbar schlecht geschlafen. Es regnet draußen. Aber jetzt holen wir Kira ab. Das heißt, heute ist der große Einzugstag. Schnürsenkel, die sind... Freunde, es ist jetzt fast 0 Uhr. Der Tag neigt sich dem Ende. Ich bin total müde. Kira schnarcht auch schon drüben, aber die muss ich gleich aufwecken, denn wir müssen noch mal vor die Tür gehen, damit wir hoffentlich ein paar Stunden Schlaf bekommen. Zeitumstellung ist auch noch heute. Das heißt, die Nacht wird kurz. Ich bin gespannt, wie lange sie in der Box durchhält heute und wann ich wieder auf der Matte stehen muss. Ich brauche auf jeden Fall eine Mütze Schlaf. Gucken wir mal, was Tag 2 bringt. Also ich bin wirklich gespannt. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe, wir bekommen eine kleine Mütze Schlaf. 2 hours later. Leute, es ist 4 Uhr morgens. Kira ist aufgewacht. Ich habe nicht lange noch gewartet. Draußen und drin ist ein kleines Malheur passiert. Gehört dazu. Ich gehe jetzt wieder ins Bett. 3 hours later. Es ist jetzt 6.40 Uhr oder 5.40 Uhr. Wir hatten Zeitumstellung. Und wir haben unseren ersten großen Erfolg. Wer hat draußen gemacht? Sind wir rausgegangen? Leute, was soll ich sagen? Es ist Tag 7 und wir haben es geschafft. Kira hat das erste Mal durchgeschlafen.
Wir sind erst um 7 Uhr wach geworden und seit 2 Tagen stubenrein. Nicht in die Wohnung gemacht. Ja. Jo, yibi, stubenrein. Yibi. Ja, ich sag euch, wie es ist, Freunde. Mit einem Welpen gibt's hin und wieder auch mal Rückschläge. Heute Morgen habe ich noch gedacht, 2 Tage stubenrein. Jetzt waren wir eine Sekunde zu spät. Und was ist passiert? Erstmal gab es ein Schlachtfeld beim Trinken. Und eine Sekunde später, kleine Entleerung. Also ich sage euch, wie es ist. Man muss schnell sein. Und man darf dem Hund nicht mal 2 Minuten Zeit lassen. Jetzt waren wir zu langsam. Immer dran denken, es ist nie der Hund schuld. Nur wir selber.